So, hallo, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, zu der späten Stunde. Ja, ich nehme auf, und zwar ist es, wir können mal gucken, 11:30 gleich. Also, Kinder unter 16 Jahren sollten jetzt hier nicht mehr gucken. Schaltet ab. Und für die anderen, willkommen im Yamatai. Jetzt beginnt die blutige Wahl. Ja, wir sind also endlich angelangt ins erste Geschoss, kann man sagen. Hier noch ein hässiger Wicht. So. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Gehen wir erstmal hier runter. Da ist ein Pot. Oder ein magischer Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleicher Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Okay. So. Lass mal kurz gucken. Können wir hier schon hoch? Ja, gehen wir mal hier kurz hoch. Boah, Alter, diese Musik, ne? Total episch. Irgendwo muss man ein Puzzleteil finden. Oder? Geöffnet ist die Tür zur Welt. Habt ihr Angst? Und Hass bestellt? Ich gehe mal hier lang. Ich muss erstmal selber gucken, wo wir hier überhaupt so sind. Ich bin wieder so ein hässlicher Wichter. Oh, was ist das? Der magische Kessel ist aktiviert. Findet zwei leicht farbende. Ja, wir hatten ja vorhin schon mal einen. So, gehen wir hier einfach wieder lang. Oh, du kannst aber gut schwimmen. Ah, wo ist es denn? Wo ist... Ah, wir gehen nochmal zurück einfach. Wir versuchen einfach nochmal was. So, wir gehen einfach schon mal hier hin. Ah, wir haben ja 11 Puzzleteile. Puzzleteile wieder herauszunehmen, drücke den unteren C-Knopf. Doch wenn das Bild erst einmal vollständig ist, lassen sich keine Teile mehr entfernen. Alles klar. Jetzt lässt sich also nichts mehr entfernen. Jetzt müssen wir. Und öffnet sich zweites Level oder zweiter Kurs, je nachdem, wie ihr wollt. Treasure Trove Cove. Alles Chlor. Gehen wir mal einen hoch. Weil. Nämlich jetzt ganz gechillt hier unten reinspringen. Und ihr hört schon. Treasure Trove Cove. Und ab geht die wilde Reise. Los geht's. Schauen wir mal. Ahoi. So, gucken wir mal. Da unten sehe ich zum Beispiel einen. Oh, what the fuck? Verpiss dich. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Gehen wir denn lang? Gehen wir mal hier hinten lang. Gehen wir einfach mal hier hoch. Sammeln wir uns mal hier die Noten ein. Auch wenn es ein Umweg ist, egal. Jeder Gang macht schlank. Uns hier nochmal die restlichen. Zack, war da hinten noch was. Rote Feder, da können wir noch nicht hin. Aber können wir, glaube ich, bald hin. Das ist eine riesige Krabbe. Deshalb Krabs wartet schon. Jetzt gehen wir mal hier einfach rein. Gehen wir mal hier unten hin. Da unten öffnet, da unten ist was frei, da gehen wir mal rein. Gucken wir mal.
Zack. Zack. Oder liegt. Gold, 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 Gold. Meins. Ahoi. Ihr beide, ich bin Captain Blubbers. Sagenhafter Goldschatz. Auf der anderen Seite ist das zweite Goldstück. Oh nein. So genau. So, zack. Müssen wir jetzt irgendwie auf eine andere Seite kommen. Gucken wir einfach mal. Sammeln wir erstmal die Noten ein. Feder noch, wenn sonst nichts nützen. Hier geht's, glaube ich, rein, genau. So, irgendwo hier war der doch. Jetzt. Ah, da ist noch ein Mumbo-Schädel. Der erste. In dem Level jetzt hier. Oder in dem Kurs. Gut, und da liegt der zweite Goldbarren. So, jetzt habe ich gerade schon gesehen. Genau, wieder rauf. Und zack. So ein hässiger Pirat da. Genau. Schön rülpsen immer, danke. Jawohl! Unser erstes Puzzleteil. So, machen wir weiter. Gehen wir mal hier rum. Gucken, was uns hier so erwartet. Ich glaube, wir lernen jetzt erstmal das Fliegen. Wir gehen mal da hinten. Oder hier war ja so ein Maulwurfshügel. Da gehen wir jetzt erstmal hin, glaube ich. Und guck mal, dass das Federvieh fliegen lernt. So. Oder wir lernen erstmal das Springen. Findet mich. Und ich verrate euch. Der Supersprung wird euch in neue Dimensionen führen. Nimmt Katsuki das in die Hand, ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Totan ist an der Reihe. Stell dich auf eine grüne Sprungplatte und halte den A-Knopf gedrückt. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ja, weil ich bestimmt eine Honigfarbe. Weil mir natürlich eine Honigfarbe fehlt. So, jetzt gucken wir mal. Praktisch. Schade, jetzt bin ich runtergefallen. So, da kann man machen. Alles klar. Melden sich wieder ein Dindro. Ja, nicht gesehen. Keine Sorge. Was ist da oben? War das nur eine Krabbe? Eine Krabbe? Ach komm. Bitte Ruhe gibst. So, gehen wir wieder hier rauf. Zack. Ah, da oben ist das nächste Puzzleteil, habe ich schon gesehen. Und zack. Jawoll. Nummer 2. Ja. Gehen wir mal hier unten weiter. So, hier waren auch noch Münzen drin. Warum sage ich immer Münzen? Ich meine natürlich Noten, ihr wisst, was ich meine, oder? Also nicht übel nehmen, wenn ich ab und zu mal Münzen sage. Ich bin auch so vertieft in Super Mario 64. Nein. Also Noten, es sind Noten. Gehen wir mal hier oben weiter. Und wieder rum.
Nochmal und nochmal und nochmal und hier ist ein Kreuz. Bitte lass mich da rauf. Was kommt? Ja, war ja klar. Heidewitzka. Also kein Nachtisch. So, jetzt hier die Noten. Aber da unten ging es, glaube ich, noch weiter, habe ich gesehen. War genau irgendwo hier. Mach keinen Scheiß. Und ich glaube, hier war sogar noch ein Puzzleteil, ja, wollte ich schon sagen. So. Alles klar, so jetzt können wir hier hoch. Oder auch nicht. So, dann zack, zack. Zack, zack, auf dich. Oh, was willst du jetzt? Ich glaube auf dem Grund. Auch noch ein, genau. War noch so ein cooles Puzzleteil, was ich jetzt hoffentlich kriege. Genau. Da hätten wieder ein Leben. Was ich nicht wirklich brauche, aber. Man kann nie genug Leben brauchen, sag ich. Ein Jingo. War hier noch irgendwo was? Nein. Das war hier gar nichts. Schade. Aber irgendwo müssen wir doch auch noch das Fliegen erlernen. Habe ich so in Erinnerung. Was machen wir denn jetzt? Ach ja, genau, der Eimer. So. Das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Dann lass mal Wasser ab. Oh, 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 ein weiteres Puzzleteil. Noten da hochholen. Gut, jetzt müssen wir natürlich hier erstmal das Passwort eingeben. Das ist natürlich Banjo-Kazooie, ist ja schon an der Wand da steht. Banjo. Ein K, ich bräuchte ein K. Und noch ein A. K. 2 O. Warum muss die sich auch mit 2 O's schreiben? K. So, jetzt glaube ich E, oder? Ja. I. Und E. Und na komm. Na komm, komm. Zack, holen wir uns halt so. Halt, hol ich mir jetzt noch kurz zack, zack, zack. So, zack. Raus. Das muss ich gerade mir überlegen. Uns fehlen ja noch. Uns fehlen, glaube ich, noch ein paar Jinjos.
ganz nach oben. Ah, hier. What's up? Lernen wir hier endlich mal das Fliegen. Hi! Hi, Hühnerbein, ja? Fliegen lernen! Na, endlich, wurde aber auch Zeit, würde mal freuen. Es ist zu leicht, sogar du Vogelhörn wirst das können. Stell dich auf eine blaue Flugplatte und drücke den A-Knopf. Hier sind 25 rote Federn. Danke, danke. Wunderbar, das waren alle Moves, die ihr hier lernen konntet. Danke. Und los geht's. Sag mal. Das ist nicht. Das ist mein Besitz jetzt. Nö. Der war für mich. Nun wird es hart für dich. Jetzt wird es hart für mich. Cool. Nein. Nein. Oh Leute. Da wollte ich einen Schrein. Ich wollte jetzt eigentlich wieder nach oben hier. Genau hier. Da oben habe ich doch einen Jinjo gehört. Was hier ist. Schauen wir mal. Oh ja. Hier müssen wir nämlich auch, glaube ich, ganz nach oben. Hier war nämlich auch irgendwo ein Leuchtturm. Oder war hier unten noch irgendwas? Oh, ein Jinjo. Natürlich können wir natürlich nicht vergessen. Jawohl, alle fünf. Und fünf Jinjos gleich ein Puzzleteil. Sieben Stück. So, gehen wir mal kurz hoch. So, zack. 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 Mal was hier hinter. Ah, wieder so ein Puzzleteil außerhalb des Kurses, genau. Das holen wir uns dann auch noch zum Schluss. So, jetzt treten wir hier erstmal. Ne, geht nicht. Genau, so war das. Ich komm boga. Sind wir hier ganz oben? Ja. Ja. So, und von dieser schönen Aussicht hier oben verabschiede ich mich dann und dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir dann die letzten beiden Puzzleteile in der Treasure Trove Cove holen. Dann sehen wir uns auch wieder unten am Strand. Bis dann!